Liebe Weimarer, liebe Demokraten, ich spreche hier im Namen der frisch formierten Freien Linken, einer Gruppierung von Linken, die bei Verstand geblieben ist, sich nicht hat gleichschalten lassen wie die Mehrheitslinke in Parlament, Straße und Medien. Sogenannte Linke, die zusammen mit den Ausbeutern und Unterdrückung auf niederträchtige Weise die Demokratiebewegung gegen die Demokratiebewegung agieren. Die nicht verstehen, dass Schockstrategie und inszenierte Krise einen globalen, nie gesehenen Abbau unserer Grundrechte dienen. Heute sind wir hier, um unseren ausdrücklichen Respekt und Dank an den Weimarer Richter Matthias Gericke zu übermitteln. Er aber, der die Krankheit und das Leid der Menschen missbrauchende Politiker, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Die Würde des Menschen aber wird sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene in widerwärtigster Weise durch das kapitalistische System und seine Handlanger mit Füßen getreten. Massive Ungleichheit und Ungerechtigkeit, imperialistische Kriege und Kriegsvorbereitung, wohin das Auge nur sieht. Durch den weltweiten Ausnahmezustand sind zusätzlich Abermillionen Menschen verhungert, als ob das nicht schon genug von denen gäbe. In einem System, das Nahrung für mehr Menschen bereithält, wie wir auf der Erde sind, wohlgemerkt. Diejenigen der 99%, die noch ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten zu Dumpinglöhnen verschachern müssen, die noch nicht durch die Schikane der Jobcenter zu gebrochenen Menschen gemacht wurden, die dafür auf Arbeit alles über sich ergehen lassen müssen, aus Sorge um Haus, Hof und Familie, die jetzt in beengten Verhältnissen eingesperrt sind, deren Kinder gefoltert durch Masken und asoziale Distanzierung in ihrer Bildung verkrüppelt und behindert werden. Deren Alte in Altenheimen seit Jahren im Akkord von völlig ausgebeuteten Pflegern zu Profitzwecken für Kapitalisten abgefertigt werden, denen man jetzt noch diesen windeseile zusammengepanschte Gift als Gnadenschuss hineinjagt, damit die arschreichen Aktionäre noch reicher werden. Nein, hier ist keine Würde, nirgendwo. Nieder mit der Tyrannei, es lebe die Freiheit und das Menschenrecht.